Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Glück oder Können. Richtig, wenn es will, wir spielen mal wieder ein bisschen Descenders. Yes, Baby, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag. Yes, Baby, los geht's. Lang geredet, langer Sinn. Was laber ich da? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir drücken mal auf Start und fahren mal ein bisschen durch die Gegend und labern so ein bisschen. Also, ich habe gesehen, hier gibt es ganz viele Loopings und ich würde sagen, ich versuche mal einen davon zu fahren. Hier sind die Loopings. Ne, das sind nur vier. Ne, das sind die. Ah, ja, genau. Drei und nochmal drei, sechs Stück, acht Stück, keine Ahnung, wie fahren wir hier hoch? Weißt du nicht, ob man das überhaupt machen kann? Ob das überhaupt machbar ist? Drehen, drehen, drehen. Ja, nein. Oh, oh. Verdammt. Das war jetzt nicht ganz so geplant, aber hahaha. Ach, was mache ich nicht alles? Nochmal hier lang, Gas geben und hoch. Ja, schöner Aufstieg. Das funktioniert nicht. Nicht ohne Schwung, okay. Wir fahren jetzt mal eine Weile rückwärts, Mann, bin ich gut, oder? Yes, Baby. Yes, und einmal drehen, hat geklappt. So, wir nehmen jetzt mal Schwung mit und fahren da hoch. Verliere gerade Schwung, macht nichts. Weil ohne Schwung kommen wir da nicht hoch, das ist echt gut. Ist ja auch sehr steil, wie man sieht. Ja, kein Problem, schaffe ich das jetzt? Ach du Scheiße, es sieht sehr schwer aus. Okay, wir fahren jetzt einfach mal. Müsste die Kameraansicht ändern, aber ich probiere es mal. Habe ich überhaupt ein Looping? Nein. Mist, warum bin ich denn hier wieder gespawnt? Warum bin ich denn am Anfang gespawnt? Verdammt nochmal. Warte mal, wie jumpt man? Ja, irgendwie so, ne? Ich krieg das nicht hin, aber es passt schon. Schafft man überhaupt mehr als ein Looping? Es ist doch nur ein Looping, oder? Eigentlich ja, oder? So, ich bin oben. Jetzt darf ich nicht runterfallen. Ja, 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 ja. Und zack. So viel zum Thema, nicht runterfallen. Ich kriege das heute noch hin. Das Video wird nur daraus bestehen, den Versuch zu starten, in den Looping reinzufahren. Oh mein Gott, da war ein Hütchen im Weg. Das macht nichts. Oh nein, nein, nein. Gewicht nach vorne, nicht nach hinten. Kein Problem, kriege ich hin. Sicher? Nein. So, und jetzt, bevor ich jetzt wieder falle, markieren wir hier. Und ändern mal gleich die Ansicht. Rückwärts? Geht nicht. Kein Rückwärtsgang, schade. Ansicht ändern? Wie macht man das? Nein. Nein, ich habe den Spawnpunkt gewählt. Sehr schön. Wie ändert man denn die Ansicht? Wie geht das denn nochmal? Ich muss da erstmal reinfuchsen wieder. Das gibt's doch nicht. Ah, okay. Mit X, nee, Y. Scheiße, ich gucke auf den Controller. Nein. Okay, es liegt an. Ja, wie soll man das denn schaffen? Weil mehr Schwung als von hier oben kann man doch noch gar nicht kriegen. Ja, komm vorwärts und. Nein, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Nicht vorwärts, nein. Problem ist, ich habe jetzt gerade gar nichts gesehen mit der Ansicht. Passt aber. Man kann doch gar nicht so viel Schwung hier rausholen. Nein, nein! Oh mein Gott, ey. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich falle hier also runter. Ja, es gibt leider keinen Rückwärtsgang. Du kannst doch selbst mit... Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Nein, nicht fallen. Nein, wo bin ich denn? Wo hänge ich denn? Ich hänge in der Luft neben meinem Fahrrad. Sehr schön. Okay, ich probiere es noch einmal und zoome jetzt hier was anderes aus. Das ist mir jetzt gerade selber zu stressig. Du kannst doch nicht mehr Schwung rausholen. Wie soll man das denn... Jetzt mal ohne Scheiß, wie soll man das denn angeblich schaffen? Ist doch gar nicht zu schaffen. Wir zoomen uns einen anderen Punkt aus. Ich zoome mal was anderes hier. Das ist ja gar nicht machbar. Also wenn man das schafft, frage ich mich, wie... gibt es da irgendwie so einen Cheatcode, wie man Geschwindigkeit aufbaut? Weil egal wie, man verliert ja eigentlich immer die Geschwindigkeit. Selbst wenn man hier von hier hinten aus lang fährt. Ich dachte, ich kann da... Nö, das war ein bisschen steil. Das ging nicht. Das ging voll dran vorbei. Wo kann man denn hier noch so ein bisschen fahren? Was ist hier noch schön? Ich sehe so ein paar Ecken, aber... Looping. Und hart gelandet. Kein Problem. Sollte man nur einen Speicherpunkt wählen. Ja, das wäre ganz gut. Kann man denn hier überall hin? Oh, okay. Hier zwischen kann man durch. Muss sagen, echt tolle Karte. Sprich mich total an, da fahre ich doch lieber in den Wald rum. Also, hier gibt es so eine Art Sidepipe oder so. Naja, da kann man so ein bisschen Schwung holen. So, yes. Dann fahren wir da hoch, machen einen Jumpy. Ah, hier sieht gut aus. Hier ist doch, oh ja. Nice, das ist da, wo die ganzen Skateboarder alle immer hoch und runter fahren. Ein richtiger Halfpipe. Also ein U. Ich liege schon wieder. Ich hätte es speichern sollen. Nein! Ich mache gerade alles, nur nichts gut. Ach, heute ist Weihnachten. Immer noch der letzte Weihnachtstag wie das Jahr. Der zweite Weihnachtsfeiertag. Yes, Baby. So muss sein. Weihnachten ist so eine schöne Zeit. Was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Was ist das denn hier für eine Pipe?
Ich weiß nicht, also für was der Parcours hier angelegt wurde. Ich mach mal einen Speicherpunkt. Speicherpunkt? Warte mal, wie war das nochmal? Ich hab's vergessen. Ah, jetzt. Nee, ich hab's nicht vergessen. Ich hab's richtig gemacht. Er hat nicht reagiert. Sehr schön. Yo, wo hab ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Ansicht ändern. Hallo? Das Spiel mag mich nicht. Hey, wo hab ich denn jetzt hier gespeichert? Ich dachte, hier kann man fahren. Ich bin geistig verwirrt. Hier haben wir irgendeine Strecke. Sehr schön. Da fahren wir mal lang. Mal gucken, ob das geht. Ich weiß nicht, ob die Richtung richtig ist oder falsch rum. Aber irgendwie spricht mich dieser Park nicht an. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Das ist ja echt... ich glaube, da musst du Bro-Gamer sein und Descenders der Beste der Welt sein. Oder die Beste, wie auch immer. Ja, es geht hier hoch. Das sieht optisch faszinierend aus, aber irgendwie... Ja, jetzt geht's hier runter. Wir nehmen den Schwung mal mit. Ich schwöre, ich kapiere die Karte nicht ganz. Ich fühle sie nicht. Sagen wir es mal so, ich fühle sie nicht. Ich komme gefühlsmäßig auf der Karte nicht klar. Und zacki. Leichter Looping. Yes. Oder Salty. Ah, ja, geht's runter. Das sieht gut aus. Geht's da hinten noch irgendwo hin? Ist aber irgendwie ein leicht verstörender Park, oder? Bisschen teilweise kühl, betonmäßig, dann doch nicht. Oh, oh, war nicht ganz so... Ja, das war nicht ganz so gut. Ich suche mal eine andere Ecke hier, wo wir langfahren können. Die gefällt mir ja gar nicht hier. Das ist ja, also... Ich dachte, das mit Loopings wäre cool, aber irgendwie funktioniert das nicht. Aber ja, wir können ja noch ein bisschen hier ein bisschen Freestyle fahren. Natürlich fahren wir einfach Freestyle. Es geht auch nicht darum, der Beste zu sein, sondern... der Schlechteste. Weil der Beste, das kann ja jeder. Ja... Jo, hier sieht es auch irgendwie interessant aus. Mal gucken, was hier so ist. Speichern, dass das eine gute Idee war. Kriegen wir jetzt die Geschwindigkeit. Ja, das ist schon mal nice. Also, ich verstehe das noch nicht ganz. Ob man das... Oh, hier geht's runter. Ob man das in Real fahren kann? Oh, wir haben... wo bin ich denn jetzt? Was ist das denn? Ich dachte, das ist so ein Pool. Nee, das ist ja eine Röhre. Wo kommen wir denn jetzt raus? Oh mein Gott. Yo. Nein. Oh mein Gott. Wo bin ich denn jetzt unterirdisch? Hilfe. Das sind ja die Katakomben von Paris. Oder wie heißt das Ding, ne? Wo kommen wir denn jetzt raus? Oh mein Gott. Ich sterbe. Oh, was ist das denn? Speed Demon. Okay, irgendwas habe ich freigeschaltet. Alter, was war das denn? Mal ohne Scheiße, was war das denn, ey? Wo sind wir denn da lang? Verdammt nochmal. Aber irgendwas mit Speed Damon freigeschaltet, kein Problem. Will mir den Rücken dran klatschen, auch kein Problem. Also ich finde die Karte ein bisschen verwirrt. Entschuldigung, ein bisschen verwirrend. Ich hab's heute nicht mit dem Reden. Das sieht irgendwie optisch so aus, als wäre das echt... Verstehen, Bike. Kann man in das Spiel absteigen? Hallo? Hallo? Irgendwie da, aber nicht da. Wie kann man sein Bike stehen lassen? Ist das okay? Cool. Auf dem Hinterrad fahren kann ich. Warte, warte. Ja, 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 ja. Und auf dem Rücken lang kann ich auch. So geht das eigentlich. Ne? Ihr wisst, dass das Spiel ist eigentlich dafür da, um sich so maximal oder gefühlt so viel Schaden wie möglich, ne? So den maximalen Eigenschaden zu machen. Was ist das hier? Also, hier kann man auch lang fahren. Sehr schön. Ich fahre mal lang. Mal gucken, ob das eine gute Idee war. Nee, nee, nee. Nach oben, nicht nach unten. Nein. Mein Gott. Man müsste auch noch die Ansicht steuern können. Das wäre echt gut. So, kann man die Ansicht wechseln? Ich habe es mir gemerkt. Trotzdem sehe ich nicht mehr. Wo fahre ich denn jetzt lang? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie komme ich... Ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Licht am Ende des Tunnels. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Oberhalb von der Strecke. Sehr schön. Wie gesagt, eine total verwirrende Karte. Ich finde sie jetzt nicht wirklich toll. Oh, Alter. Oh, nein. Was war das denn? Jetzt bin ich schon wieder hier. Das hat sich aber komisch angefühlt, den Looping aus der Ego-Perspektive. Nice. Echt toll. Oh mein Gott. Wie gesagt, die Karte finde ich nicht so toll. Also, wir gehen mal durch diese Röhre. Ja, mal gucken, ob ich überhaupt reinkomme, ob ich da nur rauskomme. Nee, da komme ich nur raus. Ja, funktioniert nicht. Schade. Kann ich hier hoch? Nein, das ist sehr steil. Dann fahren wir wieder runter. Das geht auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich fühle die Strecken nicht, weil du kannst sie theoretisch gar nicht benutzen, weil du keine Geschwindigkeit mehr aufbaust. Du musst hier fallen, das ist... Oh, aber hey, hier liegen ist echt schön. Also es ist eigentlich logisch, dass du hier runterfällst. Also wofür das gemacht ist,
Mehr tarnen und täuschen. Also ich fühle die Karte jetzt nicht so, wenn ihr sie fühlt, schreibt es nochmal in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ansonsten schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Modern Warfare 2023. Also Modern Warfare 3. Hier auf meinem Kanal Pick Look oder Con, wenn es bin. Ich begrüße euch hier. Nein, was labe ich denn? Ich bin heute geistig nicht in der Verfassung, ordentlich zu reden. Ich habe genug Stunden geschlafen, aber irgendwie, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, wie es läuft. Pusht den Kanal. Ich bin hiermit raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Peace out.